Ah, hallo Herr Gysi. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hallo Ivan. Ivan. Willkommen zu Rasputins Vlog-Antwort auf die Frage von Gregor Gysi von der Partei Die Linke. Wie würde ich die Welt gestalten, Gibt wenn es ich... auch die Rechte? Nein, die gibt es nicht. Also es gibt rechte Parteien, aber nicht die, die rechte heißt. Ja, Okay. also wie würde ich jetzt die Welt gestalten, wenn ich es könnte? Ja, das ist, finde ich, ist eine sehr interessante Frage. Ja, gerade von einem Menschen, der so wie ich halt in einem anderen politischen System aufgewachsen ist. Ja, wir sind ja auch alle so zentralistisch geprägt. Ja, also hier im Der Westen, Gregor Gysi kennen. nix wissen, dass du Russe. Ja, also ich bin halt Russe, ja, also ich bin auch noch russischer Staatsbürger und lebe hier seit jetzt schon fast 10 Jahren und war bis vor kurzem Altenpfleger, ja, aber ist halt jetzt nicht mehr, ja, und ich brauche bis zum 30.09. Einen Job, ansonsten werde ich abgeschoben, ja, und ich habe ja auch gehört, dass Sie Anwalt sein sollen, vielleicht können wir uns ja mal zusammensetzen und das ein oder andere Wörtchen über meinen Fall reden, würde mich sehr freuen. Ja, also wir beide sind ja in einem Staat aufgewachsen, wo es ja eigentlich einen Kopf gab. Ja, und dann kam lange nichts und dann kamen ein paar Ministranten, Speichellecker, Wasserköpfe, dann kam lange nichts und dann kam der Rest halt, ja. Also, die Demokratie ist ja per se ja schon ein gutes System, ja, weil da kann man auch mal Schwachköpfe abwählen, ja, aber leider kommen die ja dann auch wieder zurück, ja, wie man ja an dem SPD-Mann jetzt halt auch sehen kann, Der ja. mit Schal, Ja, also der, mit roter Schal im Fernsehen, der immer so langweilige Sachen erwähnt. ja, also der sich beschwert, dass man seine eigenen Wahlkampfversprechen beim Worte nimmt, ja. Also der Franz halt, ja. Und das finde ich ist halt nicht so toll, ja. Also ich bin dann dafür, dass man ähnlich wie in Russland vorgeht, ja. Also dass nach zweimal ist halt Schluss, ja. Also man lässt sich zweimal wählen, dann muss man aber auch zurücktreten. Dann kann man ja von mir aus auch einen anderen Job haben, ja. Dann halt nicht mehr Präsident, sondern Ministerpräsident, ja. Muss ja nicht zu Ende sein, aber zumindest, dass da mal so ein Wechsel reinkommt, ja. Weil hier in Deutschland sieht man ja immer dieselben Gesichter im Fernsehen, Das ja. wäre Also. schöneres Zusammenleben auf Welt. Ja, also ich meine, auch Sie, Herr Gysi, ja. Ich meine, ich habe letztens hier bei Spiegel TV gesehen, Sie waren ja auch schon hier ganz groß dabei, ja, vor 20 Jahren. Noch, ich glaube, Sie waren bei der SED, ja, und jetzt sind Sie immer noch da. Also, Sie sind bestimmt ein guter Mann oder so, aber wo ist denn da jetzt mal die Jugend, ja? Und also ich habe da auch früher mit Frau Schmidt, also die habe ich damals gepflegt, die ist inzwischen gestorben, auch sie meinte, frisches Blut tut immer gut. Ja, also es war ein schlesisches Sprichwort, ja, sie kam ja auch aus Schlesien, aber das ist ja auch ein anderes Thema jetzt. Also ich würde zumindest für mehr direkte Demokratie, aber mit Verfallsdatum, weil ich glaube, dann würde das auch schon alles Und dann besser. besseres Leben auf Welt. Ja, bestimmt halt, ja. Also wenn dann so die Mao Zedongs oder Kim Jong-ils oder die die Berlusconis dieser Welt dann halt endlich mal abgewählt werden dürften und nicht mehr zurückkommen, dann wäre das gut. So, Herr Gysi, Sie haben mir eine Frage gestellt, jetzt stelle ich Ihnen auch mal eine Frage. Ja, wollen Sie diese Autogrammkarte haben? Ja, wahrscheinlich werden Sie das Video auch gar nicht anschauen, aber Sie bekommen die Autogrammkarte trotzdem. Ja, ich schicke Ihnen und Oskar eine zu. Ja, schicke ich in die Karl-Liebknecht-Straße, da sitzt ihr doch, glaube ich. Ja, also schön, dass ich Ihnen antworten konnte und wie ich es auch schon der Frau Nahles gesagt habe, so sage ich auch Ihnen, schön, dass ihr auch sowas macht, also auch interaktiv und dass das gemeine Volk halt mal nach der Meinung fragt. Ja, also so schlecht steht es dann da auch nicht um die deutsche Demokratie jetzt irgendwie so, wenn sowas möglich ist. Ja, der Ivan hat plötzlich einen Schwächeanfall, jetzt kann er die Kamera nicht mehr gerade halten, ja. So, ach Ivan, du bist echt lächerlich.